Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Marios Klemmbausteineisenbahn. Wie im letzten Video angekündigt, zeige ich euch jetzt meine ganzen Züge. Und da machen in dem Video die Triebwagen und Triebzüge den Anfang. Dann folgen noch zwei Videos mit meinen Personen- und Güterzügen. So, hier haben wir jetzt das Schweineschnäuzchen von Bluebricks. Das habe ich ein bisschen umgebaut, mir eine DB-Version draus gemacht. Der Antrieb ist wie beim Schienenbus, eine Laufachse und eine Treibachse. Läuft dadurch ganz gut, weil die Achsen relativ weit auseinander sind. Aber genug geredet, lassen wir ihn fahren. So, Fahrstufe 1 geht schon gut los. Wie man sieht, er hält sich schön auf dem Gleis, da wackelt nichts. So, fahren wir ein bisschen schneller. Ja, er macht einfach eine gute Figur. So, dann fahren wir durch Gleis 3. Und wundert euch nicht, wenn ich euch nachher beim Schienenbus hier über die Weiche erzähle. Denn ich habe jetzt schon ein paar Triebwagen laufen lassen. Und da hatte ich ein Stück von der Weiche vergessen. So, noch mal eine Ehrenrunde. So, das war mein Schweineschnäuzchen und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir meinen Bluebricks VT98. Den habe ich ja ein bisschen umgebaut mit neuen Seitenfenstern, einer neuen Front. Die hat der Ralf Gosch gebaut aus der Bluebricks Gruppe. Ja, wir haben ein bisschen stabiler gemacht, das Fahrwerk umgeändert. Der Steuerwagen, der hat Wagenachsen verbaut und der Motorwagen, der hat auch eine Wagenachse. Also der läuft ziemlich gut. So, dann lassen wir mal fahren. Standesgemäß darf er aus dem Stumpfgleis starten. So, da kommt er. Der ist zwar 7 Noppen breit, so gut wie, aber das passt. So. So, dann darf der auch noch mal durch Gleis 3 fahren. Jawohl. Hier hatte ich vorher eine Testfahrt gemacht. Und immer ist er auf dieser DKWN Gleis. Ich habe da probiert und gemacht und ich habe den Fehler nicht gefunden, bis mir aufgefallen ist, dass ich das Mittelstück gar nicht drin hatte. Ja, nur die ganzen
Triebzüge mit den Drehgestellen, die sind da alle drüber gefahren. Aber der VT hat es natürlich nicht geschafft, wie man sieht. Jetzt kommt er drüber. So, stellen wir die Weiche um. So, das war das Video zum VT98 mit einer Fehlerbeseitigung. Und dann würde ich sagen, hole ich den nächsten Zug. So, hier haben wir meinen modifizierten Bluebricks 628. Bluebricks hatte ja beide Fahrzeugteile identisch gemacht. Also beide mit Motor-Nachbildung unten drunter. Das wäre dann also ein 628, 629 gewesen. Und da ich ein 628, 928 wollte, ist hier kein Motor drunter. Der ist also ein bisschen luftiger unten drunter. Dann habe ich diese Brickfenster rausgeschmissen und ordentliche Fenster verbaut, dass das Ding auch ordentlich aussieht. Die Front wurde etwas aufgehübscht. Ja, und da es ein kleiner Triebwagen ist, oder Triebzug, Triebzug kann man eigentlich noch nicht sagen, oder doch, schreibt es in die Kommentare, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich sag jetzt mal Triebwagen dazu, zweiteiliger Triebwagen. Und ja, los geht's. Also es ist ja immer wieder erstaunlich, was man aus den Bluebricks Modellen zaubern kann. Ich sage ja immer, die Bluebricks Designer, die haben nach 90% der Arbeit keine Lust mehr, das Modell weiter zu optimieren. Das muss ich dann machen. So, dann noch einmal durch Gleis 3. So, das war der 628, 928. Und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir den VT624. Das ist ein entfernter Verwandter von meinem ET427. Der soll irgendwann halt auch mal genauso aussehen. Vielleicht bekommt er sogar dasselbe Dach. Mal schauen. So, Antrieb ist hier im mittleren Wagen. Da würde ich mal sagen, los geht's. Das hat er kurz keinen Empfang gehabt. So, für ihn geht es jetzt auch durch Gleis 3.
Und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir eine Dieselrakete, mein VTL-5. Den hatte ich mir entworfen und gebaut, kurz bevor der von Bluebricks rausgekommen ist. Naja, jetzt habe ich selber einen. Da werde ich vielleicht noch die Fenster tauschen gegen Runde. Mal sehen. Das mit dem Großraumwagen ist halt ein bisschen blöd. Die 1x, 2x3 Fenster, die sehen da nicht wirklich gut aus. Und die 1x, 4x3, die sind einfach zu groß. Deshalb bleiben jetzt mal noch die eckigen drin. So, Besonderheit bei dem Zug. Zwar nur ein Triebkopf motorisiert, aber mit 8 Akkus und alle Laufachsen mit Kugellager. Also das ist genauso eine Rakete wie mein ICES, den ihr sicherlich kennt. Der kommt ja später auch noch im Video. So, würde ich sagen, lass mal fahren. So, Fahrstufe 1. Man sieht, er geht schon gleich ordentlich los. Leicht ist er nicht. Aber dafür ordentlich schnell. So, da kommt er jetzt, jawohl. Mit Vollgas durch Gleis 3. So, dann darf er noch eine Ehrenrunde drehen. So, da habe ich gedacht, ich bin auf Fahrstufe 2, war aber schon auf Fahrstufe 1, deshalb hat er zu früh halt gemacht. Jetzt ist er zu weit gefahren. So, wie man hier sieht, das DB-Logo vorne, das ist eine späte Version von dem Zug. Der ist auch als Alpensee-Express gefahren. Ja, hat mir persönlich am besten gefallen. So, das war mein VTL-5. Und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, bei die Dieseltriebzüge, da gesellt sich noch dieser Zug. Ihr werdet ihn erkennen. Das war mal der originale Lego-Zug. Ich hatte ja da direkt zu Anfangs neue Köpfe drauf gemacht. Hier vorne. Und hinten. So, dann wurde der Zug zwischenzeitlich noch etwas verlängert auf 42 Schnoppen die Wagen, wie meine normalen Personenwagen. Steht den Wagen echt gut, wie man sieht. Der Triebkopf wurde auch noch ein klein wenig verlängert. Weil der hat vorne dran etwas mager ausgesehen in der originalen Länge. Da habe ich einfach noch ein paar Lüfter auf die Seite dazu gesetzt. Ja, was gibt's da zu sagen? Eigentlich nicht viel. Originale Lego-Achsen drunter. Die machen aber aktuell ein bisschen Probleme. Die rollen nicht so gut wie meine getunten Achsen, wo ich überall verbaue. Muss ich noch mal gucken. Aber er läuft. Also ich habe den Wagen hinter der Lok als erste Klasse Wagen umgebaut. Der hat auch einen erste Klasse Streifen. Dann kommt ein Speisewagen und dann hinten dran
zwei Sitzwagen, wobei der letzte halt ein Steuerabteil hat. Ja, lassen wir mal fahren. Also irgendwie hört man bei dem auch ein bisschen heraus, dass die Räder nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Da muss ich wirklich mal gucken, was da los ist. So, dann auch noch einmal durch Gleis 3. So. Das war mein einziger vollständiger Lego-Zug, den ich hier noch da habe. So, dann holen wir den nächsten Zug. So, hier haben wir meine Saarbahn, beziehungsweise zwei Saarbahnen. Die Straßenbahnen, die sind jetzt aus einer Lego-Straßenbahn umgebaut. Die habe ich ein bisschen verlängert. Und die Front noch ein bisschen angepasst. Dann habe ich die kleinen Räder rausgeschmissen. Da sind normale Zugachsen drin. Und dann halt in einem Mittelteil ein Motor mit einem Sensor. Der Zug, der kann bei Ausstellungen dann über eine Software am Bahnhof selbstständig dann Halt machen. Ja, würde ich sagen. Erstmal mal fahren. Andere Richtung. So, die zwei Züge, die sind durch die alte Magnetkupplung miteinander verbunden. Kann man die auch schön trennen. So, das hier, das sind zwei Systemstraßenbahnen. Das heißt, die können dann auch auf dem Streckennetz der DB verkehren. So, dann geht es auch einmal durch Gleis 3. So, da habe ich jetzt die Zieleinfahrt verbockt. Naja, man kann nicht alles haben. Machen wir bei den nächsten Zügen wieder besser. So, das waren meine beiden Saarbahnzüge. Und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir den ET65 von Andy F., den ich noch so ein klein bisschen an meine Sammlung angepasst habe. Der vierachsige Umbauwagen in der Mitte. Das ist ein Entwurf von mir. Ja, was hat der für Besonderheiten?
Die ganzen Laufachsen, die haben alle Kugellager. Und so hat der Antrieb hier leichtes Spiel. Und ja, dann lassen wir den jetzt auch mal eine Runde drehen. So, Fahrstufe 1. Schon geht's los. So, da kommt er angesaust. Mal ein bisschen Gas. Also das war jetzt Fahrstufe 6. Mehr traue ich mich da wirklich nicht, dass er mir aus der Kurve fällt. Und man muss ja nicht wirklich rasen. So, also für die Runde hier reicht die Entfernung vom Powered ab. Ja, langsam macht es einfach eine bessere Figur. So, dann lassen wir ihn einmal noch durch Gleis 3 fahren. Das kommt richtig gut, wenn der sich hier durchschlängelt. So, da wir noch einmal bis an den Bahnhof fahren. Das ist der nächste an der Reihe. So, hier haben wir meinen ET427. Der ist noch nicht umgebaut. Der muss noch jeweils um 8 Noppen verlängert werden. Dann kommen noch neue Bluebricks-Fenster rein. Neue Stromabnehmer kommen drauf. Vielleicht noch ein komplett neues Dach. Schauen wir mal. Also der hier, der sieht halt noch nach altem Lego aus. Das muss man dem noch abgewöhnen. Ja, da kommt er auch schon. Ja. Der sieht halt einfach viel zu winzig aus. So, dann geht es für ihn auch noch einmal durch Gleis 3, wie man an dem Licht unterm angetriebenen Teil erkennen kann, hat der einen Sensor eingebaut für Ausstellungen, damit er auch schön am Bahnsteig anhält. So, das war der ET427. Dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir den ET420 von Bluebricks. Der hat auch ordentlich was auf den Deckel bekommen. Wurde ordentlich umgebaut, wie man sieht. Er hat richtige Fenster drin.
Bluebricks hat ja da die 1x3 Bricks in Trans Black eingebaut gehabt. Das hat also nach nichts ausgesehen. Jetzt sieht er mal wenigstens nach einem ordentlichen Zug aus. Dann habe ich die Übergänge rausgeschmissen, denn der hat keine Übergänge. Man sieht, die Endwagen haben eine glatte Stirnwand und der mittlere Wagen, der hat also Ausbuchtungen. Die habe ich relativ gut hingekriegt. Dann wurde der ganze Zug eine Plate höher durch die Fenster. Aber das passt ganz gut. Hier vorne fehlt jetzt noch das Zielschild und dann dritten Spitzenlicht. Das wird noch angedeutet. So, Antrieb ist in einem Mittelwagen drin, sieht man am Licht. So, das Dach wurde abgeändert, die Curved Slops sind geflogen. Stattdessen sind Käseecken hingekommen, damit der Dachbereich breiter werden kann. Also das zwei Noppen breite Grau, das hat nach nichts ausgesehen. Jetzt sieht er wenigstens ordentlich aus. Und da würde ich mal sagen, fahren wir los. So, da geht es für den Zug auch durch Gleis 3. So, das war der ET420 und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir meinen umgebauten Bluebricks ET423. Da habe ich mir ja ein 425 draus gebaut. Habe ich ja schon vorgestellt, man sieht ja schön weniger Türen, mehr Fenster. Das ist das Toilettenabteil. Ja, die Front ein klein wenig abgeändert. Beschriftung fehlt noch. Die kommt noch. So, dann lassen wir ihn auch mal auf die Strecke. So, da kommt er, jawohl. Auch völlig problemlos unterwegs. Also für hier. Das so aufzubauen, da brauche ich definitiv größere Radien. Das hier sind jetzt Radius 72 und 88. So, wenn er kommt.
Gehen wir mal ein bisschen Stoff. So, Fahrstufe 10. Er hat keine Kugellager drin. Da funktioniert das. So, dann lassen wir ihn auch mal nur durch Gleis 3 fahren. So, und da war auch wieder Halt machen und dann zum nächsten Zug. So, hier haben wir meinen ETE 403. Der ist nicht komplett auf meinem Mist gewachsen, denn den hat schon ein Forenmitglied aus dem Dr. Brick Forum gebaut gehabt. Ich habe nur ein bisschen verlängert, Details angefügt, ja, halt so ein bisschen meiner Sammlung angepasst. Ja, hübsches Ding, kann man nichts sagen. Echt ein wunderschöner Zug. So, dann schicken wir ihn mal auf die Reise. So, hier muss ich auch noch die Dachleitung überarbeiten und die Stromabnehmer. Das habe ich noch nicht gemacht. So, dann schicken wir ihn auch durch Gleis 3. So, das war der ET 403 und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir noch einen ET 403, aber die Lufthansa Version, beziehungsweise die Lufthansa Airport Express Version. Der ist fast identisch mit dem anderen ET 403 von mir, lediglich das Fahrwerk muss ich ein bisschen anders bauen. Denn der hier hat keine Bodenplatten mehr. Dann hat er schon eine neue Dachleitung, die filigraner ist. Aber die Stromabnehmer, das sind noch die alten, die muss ich noch tauschen. Beschriftung fehlt auch noch. Ja, aber er ist fahrbereit und deshalb lassen wir ihn jetzt auch fahren. So, da kommt er. Der Farbe macht er auch eine schöne Figur.
So, dann geht's wieder durch Gleis 3. So, das war der Lufthansa Airport Express ET403 und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir meinen ICET. Der Designer von dem ICET, das ist der Fabian, der German Railway Builder. Der hat wirklich ein sehr schönes Modell gemacht. Allerdings habe ich da so ein paar Details umarbeiten müssen, denn erstens waren die Fahrzeuge mir zu lang gewesen. Ich habe die auf mein übliches Maß gekürzt, also die Zwischenwagen auf 42 Schnappen. Die Endwagen sind jetzt einen kleinen Tick länger. Und er hat beim Fahrwerk komplett Kreuzachsen verbaut gehabt. Das lässt den Zug deutlich schwerer rollen als wie mit den Wagenachsen. Da habe ich meinen komplett umgebaut auf Wagenachsen, bis auf das Antriebsdrehgestell. Und meine Fahrzeuge, die sind mit den alten Magnetkupplungen verbunden, also lässt sich einfach trennen, ohne viel Rumgehakel. Ja, dann was gibt es noch Spezielles? Ich habe komplett überall Kugellager eingebaut. Und dadurch fährt er relativ gut. Er ist sehr schwer, deshalb waren die Kugellager eigentlich unumgänglich. Der Antriebswagen, das ist hier Sportrestaurant, hat 8 Akkus verbaut bekommen, damit da auch noch ordentliche Leistungsreserve ist. Aber jetzt genug geredet, fahren wir los. Also Fahrstufe 1, wie man sieht. Er fährt schon gut los. Dank der Kugellager. So, die Anleitung für den Zug bekommt man bei Replicable. Dort einfach nach German Railway Builder suchen. Und jeder, der sich die Anleitung kauft, dem empfehle ich, baut das Fahrwerk auf Wagenachsen um, weil mit Kreuzachsen würde der niemals so gut laufen wie meiner. So, dann darf der auch nochmal durch Gleis 3 fahren. So, noch eine Ehrenrunde. So, das war der ICET und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir meinen ICES. Der ist auf Yannick's Mist gewachsen. Der ist auch unter dem Namen Brick Design Germany bekannt. Hat auch viele Anleitungen bei Replicable drin, unter anderem auch sein ICE. Ich habe hier seinen Entwurf ein bisschen abgeändert, Triebköpfe kürzer, Mittelwagen kürzer und dann ICES draus gemacht.
So, der hier hat jetzt noch die Besonderheit, dass alle Laufachsen kugelgelagert sind. Sogar die Kreuzachsen sind kugelgelagert. Der Powered-Up-Antrieb hat 8 Akkus und ja, über Fahrstufe 7 kann ich hier nicht gehen, weil sonst fährt er in der Kurve geradeaus. So, lassen wir ihn mal fahren. Das hier ist jetzt Fahrstufe 4, also schon ordentlich schnell. So, der darf auch durch Gleis 3 fahren. Geben wir mal ein bisschen Gas. Wie man sieht, ich hatte ihn jetzt auf Fahrstufe 10 hochgejagt. So, da kommt er gleich wieder. Jetzt war er auf Fahrstufe 7, Fahrstufe 8, 9, 10. Nochmal runter auf 7. Er ist also wirklich böse schnell. Schafft das Ganze hier auch relativ schnell dann zum Runden. So, das war mein ICES. Dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir den Bluebrix Intercity Triebwagen aus den Niederlanden. Den habe ich etwas umgebaut, aber das werde ich in einem separaten Video vorstellen. Man kann, denke ich, auch schon so ein bisschen erkennen, dass ich was dran gemacht habe. Aber genug der vielen Worte, lassen wir ihn fahren. So, da müsste er gleich angerauscht kommen. Jawohl, da ist er. Also muss man schon sagen, da hat Bluebrix relativ gut abgeliefert. Aber leider muss man hier an einigen Stellen noch ein bisschen nacharbeiten. Werde ich euch auch dann im Video zeigen. So, dann darf der auch mal durch Gleis 3 fahren.
Ein wirklich schöner Zug. Und dann kommen wir zum nächsten. So, hier haben wir meinen TGV. Der ist komplett selbst gebaut. Einer meiner ersten Züge, den ich komplett selbst gebaut habe. Also das heißt, die Teile über Bricklink besorgt. Da er mir damals definitiv zu teuer war, Original Lego. Also der hier ist auch Original Lego. Dann bin ich hingegangen, habe dann halt mir die Anleitung besorgt vom Original und habe ihn mir dann im Lego Digital Designer dann so gebaut, wie ich ihn haben wollte und dann die Teile über Bricklink bestellt. Das heißt, meiner, der hat auch keine zu öffnenden Türen, aber ein drittes Spitzenlicht und dann noch so ein paar kleine Änderungen. Vorne die Front, die ist eine Plate tiefer gelegt. Ja, und er hat halt nur einen Mittelwagen mehr. Man konnte ihn ja entweder dreiteilig oder sechsteilig fahren lassen. Ich habe ihn jetzt hier fünfteilig. Ja, lassen wir mal fahren. Hier ist jetzt nur der vordere Triebwagen mit einem Antrieb versehen, aber der hintere, der kann auch leicht motorisiert werden. Vielleicht tue ich ihn noch mal verlängern, da er auch noch ein bisschen kurz ist. Mal schauen. Aber fürs Erste ist er so ausreichend. So, dann gibt es hier auch nochmal durch Gleis 3. So, und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir so eine Art Shinkansen, chinesischer Hochgeschwindigkeitszug. Der eine oder andere wird das Original von dem Ding kennen. Was heißt das Original? Also das Kasi-Modell von dem Zug. Das sind ja ultrakurze Wagen. Dreiteilig. Ich habe jetzt hier zwei Züge kombiniert und noch mit jeder Menge Lego-Teilen. Die Fensterbänder, die sind gesnottet. Also das sind einmal 2x3 Fensterrahmen, die auf der Seite liegen. Das sieht echt gut aus. Mit dem Design bin ich soweit zufrieden. Auf der Front, an der Front muss ich noch mal gucken mit den blauen Streifen. Den will ich da noch rumführen, ob ich das irgendwie hinkriege. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall sieht ganz witzig aus, das Ding. Und da würde ich sagen, lass mal fahren. So, der letzte Wagen bzw. Endwagen, der klappert ein bisschen. Das ist das Drehgestell mit den Kreuzachsen. Das läuft nicht so, wie ich das will. So, man sollte ja immer besser vor der Fahrt gucken, ob alles in Ordnung ist. Dann hätte ich einen Fehler auch wahrscheinlich direkt gesehen. Da waren keine Haftgummis auf den Rädern drauf. Und schon ist das Drehgestell ruhig.
So, dann geht es noch einmal durch Gleis 3. So, das war der chinesische Hochgeschwindigkeitszug und dann kommen wir zum nächsten Zug. So, hier haben wir den letzten Zug, den ich euch in diesem Video vorstelle. Das ist mein umgebauter E320 von Bluebricks. Das ist auch... Der ist also identisch oder fast identisch mit dem ICE 3.3 oder wie der heißt. Also der, wo schon so ein bisschen eckig ist mit den hohen Dachaufbauten. So der, nur der E320 ist halt ein bisschen länger. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wie gesagt, meiner ist noch fünfteilig. Meine Züge sind ja meistens nur fünfteilig, wenn Loks vorne dran sind, bei Personenzügen dann halt nur vierteilig. Das ist halt die Länge, die ich halt fahre. Länger will ich dann halt nicht werden, weil es dann doch ordentlich schwer wird. So, hier der Zug hat jetzt nur einen Powered-Up-Antrieb mit 6 Akkus drin. Keine Kugellager. Also im Prinzip nur ein Hustegutzchen. Dementsprechend brauche ich auch ein bisschen Saft, für dann vom Fleck zu kommen. Wird noch umgebaut, aber das dauert noch. Ihr habt ja den ICET gesehen, der ist ja vergleichbar mit dem. Und der ging ab wie Sau, oder der ICES. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir los. Wie man sieht, jetzt bin ich auf Fahrstufe 2. Da wird noch geschlichen. Kann ich also direkt auf Fahrstufe 10 gehen. So. Dann kriegt er ein bisschen Geschwindigkeit. Also wenn man vom Fahrwerk mal absieht, ist das wirklich ein schöner Zug, den Bluebricks gebaut hat. Ich habe halt noch ein bisschen gekürzt und ein komplett neues Fahrwerk eingebaut, wie bei meinem ICET. Mit dem sieht er nämlich dann auch mal ein klein wenig besser aus, wie man sieht. Also die zwei Achsen ganz dicht am Wagenende. Das hat dem Zug wirklich gar nicht gestanden. So, dann geht's hier mal wieder durch Gleis 3. So, und da es der letzte Zug ist, noch eine Ehrenrunde. Oh, da habe ich vergessen, die Weiche hinten umzustellen. So, dann jetzt aber. Oh, und den Schluss verpatzt. So, also das war das Video mit meinen Triebwagen und Triebzügen. Das ist jetzt als erstes gekommen. Ja, und jetzt muss ich noch die zwei Videos machen mit den Personen- und den Güterzügen. So, dann bis zum nächsten Video. Ciao.